Königsberg ist auf modernen Karten nicht mehr zu finden. Aber durch eine geografische Besonderheit ist es zu einer der berühmtesten Städte der Mathematik geworden. Die mittelalterliche deutsche Stadt lag auf beiden Seiten des Pregel. Im Stadtzentrum gab es zwei große Inseln. Diese waren miteinander und mit den Flussufern durch 7 Brücken verbunden. Der Mathematiker Karl Gottlieb Ehler, der später Bürgermeister von Danzig wurde, war von diesen Inseln und Brücken fasziniert. Er stellte sich immer wieder dieselbe Frage: Welche Strecke muss man gehen, um alle 7 Brücken zu überqueren, ohne eine mehr als einmal zu benutzen? Denk einen Moment darüber nach. Gibst du auf? Das solltest du. Es ist nämlich unmöglich. Aber mit seinen Erklärungsversuchen begründete der berühmte Mathematiker Leonhard Euler ein neues Gebiet der Mathematik. Ehler schrieb an Euler und bat ihn um Hilfe. Euler lehnte zunächst ab, da die Frage nichts mit Mathematik zu tun habe. Doch je mehr er darüber nachdachte, desto mehr schien es, als könne doch etwas dran sein. Seine Antwort hatte mit einer Art Geometrie zu tun, die es so noch nicht wirklich gab. Nämlich die Geometrie der Position, heute als Graphentheorie bekannt. Eulers erste Erkenntnis: Der Weg zwischen dem Ort, wo man eine Insel oder ein Ufer betritt und wo man sie wieder verlässt, spielt keine Rolle. So ließ sich die Karte vereinfachen, indem man jede der Landmassen als einzelnen Punkt darstellt, was wir heute als Knoten bezeichnen, verbunden mit Linien bzw. Kanten, die die Brücken darstellen. Anhand dieses Diagramms kann man leicht die Grade der einzelnen Knoten zählen. So erhält man die Anzahl der Brücken, die die Landmassen berühren. Warum sind diese Grade wichtig? Laut den Regeln des Rätsels muss man über eine Brücke auf eine Landmasse gelangen und diese über eine andere Brücke wieder verlassen. Mit anderen Worten, die Brücken, die zu einem Knotenpunkt auf einer Route hin und wieder wegführen, müssen paarweise vorhanden sein. Das heißt, die Anzahl der Brücken, die eine Landmasse berühren, muss gerade sein. Die einzig möglichen Ausnahmen sind der Anfang und das Ende des Wegs. Beim Anblick des Graphen fällt auf, alle 4 Knoten haben eine ungerade Anzahl an Graden. Ganz gleich, welcher Weg gewählt wird, an irgendeinem Punkt muss eine Brücke zweimal überquert werden. Euler nutzte diesen Beweis, um eine allgemeine Theorie zu formulieren, die für alle Graphen mit 2 oder mehr Knoten gilt. Ein Euler-Pfad, der jede Kante nur einmal durchläuft, ist lediglich in 2 Szenarien möglich. Erstens, wenn es genau 2 Knoten mit ungeradem Grad gibt und die restlichen gerade sind. In diesem Fall ist der Startpunkt einer der ungeraden Knoten und der Endpunkt der andere. Zweitens, wenn alle Knoten einen geraden Grad haben. Dann beginnt und endet der Euler-Pfad an ein und derselben Position und es ergibt sich daraus ein sogenannter Euler-Kreis. Wie lässt sich also in Königsberg ein Euler-Pfad erstellen? Ganz leicht, man entfernt einfach eine der Brücken. Die Geschichte hat dort sogar von ganz allein einen Euler-Pfad geschaffen. Im Zweiten Weltkrieg zerstörte die sowjetische Luftwaffe 2 der Brücken und machte somit einen Euler-Pfad möglich. Allerdings war das wohl nicht deren Absicht. Die Bombardierungen radierten Königsberg praktisch aus und es wurde später als das russische Kaliningrad wieder aufgebaut. Und obwohl es Königsberg und seine 7 Brücken nicht mehr gibt, ist das scheinbar triviale Rätsel, das zur Entstehung eines ganz neuen Bereichs der Mathematik führte, in die Geschichte eingegangen. Du weißt nun alles über eine der berühmtesten Städte der Mathematik. Aber wie steht es mit einem der berühmtesten Gemälde? Dieses Video enthüllt die Geheimnisse von Van Goghs Sternennacht.